Perfekt. Herzlich willkommen auch an alle aus dem Phoenix Mentorship Channel auf YouTube, die sich das Recording jetzt anschauen. Guck mal, es kommen immer mehr Leute hier rein. Geile Sache. Sehr, sehr geile Sache. Wir haben schon eine zweite Seite hier mit am Start. Sehr cool. Mega. Genau, ich habe tatsächlich richtig, richtig Bock darauf, diesen Telegram-Channel groß zu ziehen, wirklich was Großes daraus zu machen. Ich habe so geiles Feedback zu den letzten Calls bekommen und deswegen bin ich da sehr, sehr, sehr dankbar dafür. Ich freue mich extrem darüber, dass das so vielen Leuten da draußen helfen kann, vor allem auch wirklich mal ein bisschen abseits vom Business, weil viele ja bei IM sind, die auch diese Calls mitnehmen. Ich weiß, es sind auch ein paar Leute darunter, die gar nicht bei IM sind, das ist auch total in Ordnung. Ja, aber ich finde das einfach auch wirklich mal wichtig, sich auch abgesehen von Trading Network Mindset auch in anderen Bereichen des Lebens weiterzuentwickeln. Deswegen versuche ich hier immer Themen mit einzubauen, die euch wirklich in allen Lebensbereichen weiterhelfen können. Ja, und wirklich dafür sorgen können, dass du einfach zufriedener bist mit deinem Leben oder glücklicher bist mit deinem Leben. Zufrieden wollen wir nicht sein, wir wollen glücklich sein. Ja, und deswegen habe ich wirklich für diese Woche auch das Thema Be the Change überlegt. War ganz kurze Frage, vielleicht mal so vorab. Ja, würde mich mal interessieren. Hau mal bitte ganz kurz eine 2 in die Chatbox, wenn du sagst, ich habe gerade irgendwas an mir selber oder meinem Leben, was ich verändern würde, was ich gerne verändern würde. Würde mich mal interessieren, ob ich ja auch wirklich Leute drin habe, denen dieser Call weiterhelfen kann. Okay, sehr schön. Wow, einige. Okay, ich kann da gleich einmal kurz mitmachen. Ja, ich glaube, jeder Mensch, der wirklich große Ziele hat, der ist konstant am Verändern und Weiterentwickeln. Okay, zuallererst lasst uns das mal ganz kurz vorwegnehmen. Okay, Veränderungen sind nichts Schlimmes. Okay, Veränderungen sind nichts Schlimmes. Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig zu verstehen, weil ich habe tatsächlich damals, als ich angefangen habe, hier bei IM vor 2 Jahren und angefangen habe, mich irgendwie persönlich weiterzuentwickeln und in vielen Bereichen einfach weiterzuentwickeln, habe ich damals von meinem alten Freundeskreis wirklich so oft die Aussage bekommen: Ja, Janina, du hast dich voll verändert. Und meine Antwort war immer: That's the goal. Danke für die Bestätigung. Du bestätigst mir gerade, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ja, ich wollte mich verändern. Ich wollte anders sein. Ich wollte mehr vom Leben haben. Deswegen ganz wichtig, erstmal, dass du verstehst, dass Veränderungen nichts Schlimmes sind und es ist egal, ganz egal wirklich, was du verändern möchtest. Ja, es ist vollkommen in Ordnung, dass du Ecken und Kanten hast, mit denen du vielleicht gerade nicht so happy bist, an dir selber, an deinem Leben, was auch immer. Ja, aber genau deswegen kannst du wirklich umso stolzer, das Wort gibt es ja gar nicht, aber egal, ich habe es jetzt erfunden, umso stolzer kannst du auf dich sein, dafür, dass du auf so einem Call drauf bist. Das zeigt einfach nur, dass du nicht zu den Menschen gehörst, die sagen: Oh, ich bin unzufrieden mit dem und dem und dem, und dann liegen sie im Bett und wollen und machen sonst was, sondern du bist hier auf diesem Call und du hast Bock darauf, was zu verändern. Ja, und alleine dafür kannst du schon stolz auf dich sein, okay? Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. So, ich habe tatsächlich zu dem Thema Veränderungen, okay? Be the change. Wie kannst du die Veränderung sein, die du dir in deinem Leben, an deiner Persönlichkeit oder im Leben allgemein wünschst? Wie kannst du da wirklich die Veränderung sein? Dafür habe ich heute tatsächlich 4 Steps, beziehungsweise nicht Steps, sondern 4 Bereiche, die ich mit euch gemeinsam durchgehen möchte, die ich ansprechen möchte, weil ich wirklich immer und immer wieder merke, dass das die Bereiche sind, die bei mir immer dafür sorgen, dass ich aus gewissen Stagnierungsphasen, Stagnation, Alter, ich erfinde hier irgendwelche Worte, aus irgendwelchen Stagnierungsphasen wieder rauskommen. Das heißt, immer wenn ich irgendwo festsitze und mir denke, oh, damit bin ich gerade gar nicht zufrieden, gehe ich diese 4 Bereiche durch und merke einfach, hey, okay, das ist eigentlich genau das, was ich jetzt gerade wieder gebraucht habe. Okay? Deswegen, das ist erstmal ganz, ganz wichtig, dass du verstehst, okay, du kannst dich, deine Gewohnheiten, deinen Lifestyle, deine Persönlichkeit, deine Finanzen, kannst du alles programmieren. Okay, du kannst alles programmieren. Alles liegt in deiner Hand. Es liegt wirklich, das sind alles Bereiche, auf die du einen Einfluss hast. Okay? Und Dinge, auf die wir einen Einfluss haben, nennen wir nicht Probleme, die nennen wir Herausforderungen. Probleme sind Dinge, auf die du keinen Einfluss hast. Okay? Das heißt, wenn da draußen Krieg herrscht oder wenn da draußen, keine Ahnung, Inflation herrscht, dann ist das ein Problem, was die Welt gerade hat, aber es ist ein Problem, weil du hast keinen Einfluss darauf. Du kannst das nicht verändern. Leider nicht. Schön wäre es, wenn, aber leider nicht. Okay? Aber Dinge, auf die du einen Einfluss hast, wie dein Alltag, deine Lebensqualität, deine Persönlichkeit, dein Lifestyle, deine Gewohnheiten, das sind Herausforderungen. Das heißt, wenn du in irgendwelchen solchen Bereichen unzufrieden bist, dann sind das Herausforderungen. Und Herausforderungen sind da, damit wir sie meistern können, Freunde. Okay? Und die werden wir heute definitiv meistern. Wenn du keine Ahnung hast, wie, dann stay tuned, okay? Ich mach's richtig spannend, wie so eine Serie. Das war jetzt der Trailer. Okay? Das war jetzt der Trailer. So. Wichtig zu wissen, okay? Veränderungen. Wichtig zu wissen, Freunde.
Veränderungen fangen immer bei Kleinigkeiten an. Okay? Veränderungen fangen immer bei Kleinigkeiten an. Das heißt, wenn du irgendetwas verändern möchtest, dann ist wichtig zu verstehen, dass du niemals irgendwas von heute auf morgen verändern kannst. Okay? Deine finanziellen Herausforderungen wirst du nicht von heute auf morgen verändern können. Deine, keine Ahnung, deine persönlichen Struggles, die mit deinen eigenen Charaktereigenschaften kannst du nicht von heute auf morgen verändern. Irgendein Business kannst du nicht von heute auf morgen großziehen. Veränderung fängt immer bei Kleinigkeiten an. Okay? Step by step. Das ist das Wichtigste erstmal zu verstehen. Darauf werde ich immer wieder zurückgreifen. Ja, Kleinigkeiten wirst du jetzt in diesem Call sehr, sehr oft von mir hören. Sehr, sehr, sehr oft. Okay? Aber wir gehen da Step by Step drauf an. Punkt Nummer eins. Haben wir hier Leute, jetzt lasst uns ehrlich zueinander sein. Ich finde es voll cool, dass wir hier immer in diesen Phoenix Mentorship Calls echt offen zueinander sind. Ja? Lasst uns mal offen zueinander sein. Hau mal bitte ganz kurz eine 7 in diese Chatbox. Wenn du immer wieder mal kleine Herausforderungen mit deinem inneren Schweinehund hast, einfach diese Disziplin in den Griff zu bekommen und wirklich das zu tun, was du dir eigentlich vorgenommen hattest. Okay, geil. Vollkommen in Ordnung. Leute, vollkommen in Ordnung. Okay, Punkt Nummer 1, um diese Veränderungen überhaupt anzutreten, hör auf, dich schlecht deswegen zu fühlen. Hör auf, dich deswegen schlecht zu fühlen. Fühl dich schlecht, wenn du diese Herausforderungen hast, aber nichts dagegen tust. Aber wenn du diese Herausforderungen hast und jetzt auf diesem Call bist, dann zeigt das, dass du was dagegen tun möchtest. Das heißt, brauchst dich nicht mehr schlecht fühlen. Okay? Das heißt, erstmal das legen wir ab. Dieses, ich fühle mich so schlecht, weil eigentlich wollte ich das und das machen, aber habe es gar nicht getan. Es ist in Ordnung. Es ist total in Ordnung. So. Wie wir gerade gesagt haben, Disziplin fängt bei Kleinigkeiten an, okay? Alles fängt bei Kleinigkeiten an, aber Disziplin fängt auch bei Kleinigkeiten an und das soll jetzt der erste Bereich sein, über den wir ein bisschen sprechen werden heute. So, ich war jetzt eben letztes Wochenende noch auf einem Event, ja, wo ein Speaker auch wirklich über das Thema Disziplin etc. gesprochen hat. So, was ich sehr, sehr, sehr interessant fand, ist, was viele Menschen gar nicht wahrnehmen, ist, dass es wirklich diese einzelnen Entscheidungen sind, ja, die dafür sorgen, dass du disziplinierter wirst. Okay, was meine ich damit? Diszipliniert zu werden bedeutet nicht, dass erstmal so zu Verständnis diszipliniert zu sein, bedeutet nicht, dass du den ganzen Tag wie ein Roboter durcharbeitest und nichts mehr tust, was dir Spaß macht. Okay, das bedeutet Disziplin nicht. Disziplin bedeutet, dass du gewisse Dinge in Angriff nimmst, vor denen du dich vorher vielleicht so ein bisschen gedrückt hast, weil sich das Drücken ein bisschen gemütlicher angefühlt hat. Okay, das heißt, wir gehen die Dinge an, vor denen wir uns so ein bisschen gedrückt haben. Okay, mich wird mal, Punkt 1 ist Disziplin erstmal. Darüber sprechen wir jetzt. Mich würde mal interessieren, ja, du gehst jetzt in ein Gebäude rein und du musst in die 4. Etage. Lasst uns ehrlich sein, Freunde. Und da hat es einen Aufzug und da hat es Treppen. Haben wir eine 1 in die Chatbox, wenn du den Aufzug nimmst und eine 2, wenn du die Treppen nimmst? Okay. Ziemlich ausgeglichen. Was haben wir denn? Wir haben hier 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1 und 2, 1,2, 0,5. Bleibst du einfach unten stehen, oder? So bis zur 2. Etage mit dem Aufzug und danach Treppen, oder wie? Okay, auch geil. Auch geil. Hier, Maria auch 1,5. Okay. Tina, geil. Never let them know your next step. Verwirrung pur. Okay, lustig. Nee, tatsächlich haben wir überwiegend Einser hier drin, überwiegend Leute, die den Aufzug nehmen würden. Bei so einer Kleinigkeit, wenn du in ein Gebäude läufst und du hast einen Aufzug und eine Treppe da, bei so einer Kleinigkeit, also es ist ja wirklich was Kleines, zu sagen, nee, ich nehme jetzt die Treppen. Das, Freunde, ist Disziplin. Jedes Mal zu sagen, nein, ich nehme die Treppen, das, Freunde, ist Disziplin. Wir waren neulich in Leipzig, ja, hatten dort so eine halbe Liederwoche, ich sage halbe Liederwoche, weil das waren 4 Tage, keine ganze Woche, ja, hatten dort eine halbe Liederwoche und Madame hat in der 4. Etage gewohnt, ja, ich liebe es doch, aber dadurch, dass ich auch in der 4. Etage wohne und gar keinen Aufzug bei mir im Gebäude habe, bin ich es schon daran gewöhnt, wirklich die Treppen immer zu nehmen, ja, und wir standen dann alle da, die haben alle den Aufzug gerufen, haben alle die ganze Zeit auf den Aufzug gewartet, solange die auf den Aufzug gewartet haben, war ich schon oben. Was echt verrückt ist. Wenn die auf den Aufzug gewartet haben, war ich schon oben. Ja, hab die Caro schon begrüßt und alles war super duper. Okay? Deswegen, bei solchen Kleinigkeiten fängt es schon an.
morgens, wenn du aufstehst. Lasst uns weiterhin ehrlich zueinander sein. Eine 1, wenn du jeden Morgen dein Bett machst. Eine 2, wenn du es auch mal sausen lässt. Come on. Okay. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Okay. Ganz viele Zweier. Okay. Jeden Morgen aufzustehen, Freunde, und das Bett zu machen, so fängt Disziplin an. Die diszipliniertesten Menschen, die du in deinem Leben jemals kennengelernt hast, die haben damit angefangen, morgens erstmal ihr Bett zu machen. Das ist Schritt 1 der Disziplin. Wenn du aufstehst, eure Mütter werden mich lieben, aber wenn du aufstehst, ja, und morgens nicht mal dein Bett machst, wie kannst du dann erwarten, dass dein ganzer Tag diszipliniert abläuft? So wie du in den Tag startest, so wirst du den Tag auch beenden. Wenn du morgens aufstehst und dein Bett ist komplett durcheinander, ja, dann wird dein ganzer Tag komplett durcheinander ablaufen und du wirst am Ende des Tages dich wieder in ein Bett legen, was komplett durcheinander ist. Okay? Es sind wirklich diese Kleinigkeiten, durch die Disziplin entsteht. Okay? Das heißt, wenn du das Gefühl hast, dass gerade die Disziplin bei dir oder dieser innere Schweinehund wirklich gerade die Oberhand hat und dass du dir schwer dabei tust, diesen inneren Schweinehund irgendwie zu bändigen, ja, dann fang bei Kleinigkeiten an. Und wichtig ist, und jetzt wirklich Achtung, wichtig ist, um disziplinierter zu sein, achte nicht auf die Gesamtsituation, konzentriere dich nicht auf die Gesamtsituation, sondern auf die einzelnen Tasks, auf die einzelnen Tätigkeiten, die du machst. Okay? Wenn du morgens dein Bett gemacht hast, denk dir nicht, und jetzt muss mein ganzer Tag diszipliniert sein. Nein, ich habe gerade mein Bett gemacht. Konzentriere dich auf diese Tätigkeit, auf diese eine Tätigkeit und mach sie richtig. Okay? Machst dir einen Kaffee, bist fertig mit deinem Kaffee, leg diese Tasse nicht einfach nur in ein Spülbecken rein. Spül sie einmal aus, ab in die Spülmaschine damit oder spül sie komplett von Hand kurz, leg sie wieder in den Schrank und fertig. Glaub mir, wenn ich dir sage, wenn du solche Kleinigkeiten machst, du wirst selber durch deine eigene Wohnung laufen und du wirst merken, irgendwie ist hier alles viel, viel geregelter, verrückt. Okay? Und dadurch, dass du wirklich gewisse Kleinigkeiten schon gemacht hast oder diszipliniert an gewisse Kleinigkeiten reingegangen bist, ja, wirst du dich automatisch nicht selbstbewusster, sondern sicherer fühlen. Du wirst bei allem, was du tust, schon ein bisschen sicherer sein, weil du weißt, du hast im Hintergrund nichts Halbes. Du hast im Hintergrund nichts halb stehen gelassen, okay? Normalerweise, wenn du dein Bett nicht machst, ich kenne das manchmal, Leute, wenn ich verschlafe, es ist katastrophal, wenn wirklich jede Sekunde gerade zählt bei mir. Es ist katastrophal, aber mittlerweile kann ich nicht anders, als erstmal mein Bett zu machen. Lieber sage ich der Person, hey, tut mir echt leid, aber eine Minute muss ich dich noch warten lassen, ja, weil dann mache ich mein Bett, weil wenn ich mein Bett nicht mache und dann in diesen Call reingehe, dann habe ich im Hinterkopf immer, oh Gott, okay, ich habe ja noch nicht mal mein Bett gemacht, wie soll ich jetzt diesen Call richtig machen? Okay? Das heißt, wenn du solche kleinen Dinge immer abhakst, wirst du im Hinterkopf weniger unerledigte Dinge haben und damit wirst du dich viel mehr auf die jetzige Tätigkeit fokussieren können, okay? Und du wirst dich automatisch nicht mehr faul fühlen. Glaub mir, morgens das Bett zu machen, statt im Aufzug die Treppen zu nehmen, die Kaffeetasse direkt abzuspülen, das wird dafür sorgen, dass du dich fleißig fühlst. Es ist verrückt, weil das wirklich nur so winzige Dinge sind. Es ist wirklich verrückt, aber es funktioniert, ich garantiere es dir. Okay? Probier das mal eine Woche aus. Nimm dir mal nur als Ziel, eine Woche am Stück dein Bett jeden Tag zu machen, nur die Treppen zu nehmen und deine Tasse, dein Geschirr immer direkt zu spülen. Glaub mir, wenn ich dir sage, nach dieser Woche wirst du das freiwillig weiterführen, weil du schon direkt diese Veränderung spüren wirst. Okay? Thank me later. So, das soweit zu Punkt Nummer 1. Dann aber auch noch zu dem Thema Disziplin. Ich habe hier ein paar Notizen, deswegen gucke ich immer wieder runter. Zum Thema Disziplin, schenk dir selber auch eine Belohnung. Wenn du gewisse Tasks abgearbeitet hast, schenk dir auch eine Belohnung. Okay? Ich will gar nicht auf diesen Healthy Lifestyle oder so eingehen, weil ich selber nicht so ich bin zwar Vegetarierin, jeder denkt immer, oh, die ist Vegetarierin, die ernährt sich gesund, aber Chips sind auch vegetarisch, ja. Kinder Bueno ist auch vegetarisch, ja. Genau, aber gib dir selber eine kleine Belohnung dafür. Ja, wenn du jetzt eine volle Woche am Stück dein Bett immer gemacht hast, dein Geschirr gespült hast, immer die Treppen genommen hast, gib dir eine Belohnung dafür. Wenn eine Belohnung für dich ist, wirklich mal einen Tag irgendwo bei dir in der Nähe, in ein Wellnessbad zu gehen, do it.
Do it. Du hast eine ganze Woche diszipliniert deine kleinen Aufgaben erledigt. Do it. Es wird dir gut tun. Es wird sich gut anfühlen. Okay? Und es ist auch für dich irgendwo ein kleiner Ansporn, den du hast. Ja? Ich habe mir neue Kopfhörer gekauft, weil ich meine Kopfhörer zum tausendsten Mal habe ich mir neue gekauft und zum tausendsten Mal habe ich sie verloren. Ja? Ich habe mir neue Kopfhörer gekauft. Und ich hasse es, wenn ich irgendwie unterwegs bin mit der Bahn oder zu Fuß spazieren gehe draußen und ich keine Kopfhörer habe und Musik hören kann. Ja? Aber ich war jetzt ganz lange weg von daheim, bin zurückgekommen und ihr wollt meinen Schreibtisch gerade nicht sehen, aber hier sind noch ganz viele Briefumschläge, ja, weil für meine Mama die Reha ansteht und da ist noch ganz viel Papierkram, was ich erledigen darf. Und ich habe gesagt, auch wenn ich jetzt, weil das sind Dinge, die ich erst über ein paar Tage verteilt erledigen kann, weil ich auf Rückmeldungen von Ärzten und so warte, und ich habe zu mir selber gesagt, ich werde erst meine Kopfhörer in meine Handtasche packen und mit nach draußen nehmen, wenn ich unterwegs bin, wenn das alles erledigt ist. Okay, das heißt, Ich habe mir eine Aufgabe vorgenommen, ich habe mir was vorgenommen, ja, und die Belohnung dafür bekomme ich erst, wenn alles geregelt ist. Das heißt, wenn wir diesen letzten Brief haben, wo es heißt, da findet jetzt die Reha statt, dann geil, dann packe ich die Kopfhörer endlich rein und dann kann ich meine Moonwalks abends wieder mit Musik machen. Ohne Musik ist echt cringe. Okay, perfekt, sehr schön. Das heißt, dir selber kleine Belohnungen geben. Und was auch dafür sorgen wird, dass du dich disziplinierter fühlst. Und das ist so ein kleiner Kinder-Tipp, den ich, glaube ich, bisher tatsächlich noch nie mit irgendwem geteilt habe. Aber wenn du mit täglichen To-Do-Listen arbeitest, hau auf diese tägliche To-Do-Liste eine Herausforderung am Tag lösen. Eine Herausforderung am Tag lösen. Glaubt mir, Leute, ihr werdet euch so fleißig fühlen, es wird sich so gut anfühlen, es wird sich richtig, richtig gut anfühlen, glaubt mir. Ja, eine Herausforderung am Tag, hier gerade kriege ich eine Direktnachricht, welche zum Beispiel, kannst du selber entscheiden. Tatsächlich, ich habe den großen Vorteil, dass ich ein recht großes Team leite, ja, und da habe ich jeden Tag eine Herausforderung, die ich lösen brauche, ja, jeden Tag. Auch wenn ich keine Herausforderung, was das Business angeht oder so habe, ja, gehe ich einfach mal, keine Ahnung, wenn ich im Bad bin und merke, okay, irgendwie tropft unser Duschdings die ganze Zeit, denke ich mir so, ich habe keine Ahnung, wie sowas funktioniert, aber Challenge accepted. Ich probiere das jetzt irgendwie dazu zu bringen, dass es nicht mehr die ganze Zeit tropft. Okay? Oder irgendwie, du willst zum Beispiel schon seit Monaten deinen Kleiderschrank mal ausmisten, aber es ist immer so ich weiß nicht, es ist schon, ich habe keine Ahnung, was davon ich verkaufen muss, was davon ich überhaupt noch trage, bla bla bla. Do it. Irgendeine kleine Herausforderung am Tag lösen. Glaub mir, that's a key. Das macht sehr, 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 das wird sehr, 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 sehr viel ausmachen. Okay, es wird sehr, sehr, sehr viel ausmachen. Dann, Bereich Nummer eins war die Disziplin wirklich zu programmieren und auszubauen. Bereich Nummer zwei ist, erhöhe deine Lebensqualität. Okay? Und genauso wie auch bei der Disziplin und bei allen anderen Veränderungen, ja, fängt auch das hier bei den Kleinigkeiten an. Ich habe zum Beispiel die Herausforderung, dass ich immer zu wenig Wasser trinke. Deswegen habe ich mir einen Trigger eingebaut. Okay? Ich habe mir einen Trigger eingebaut. Ich habe hier neben meinem Schreibtisch, hier ist mein Fenster, ja, und da ist mein Zimmer. Da ist meine Tür. So. Das heißt, jedes Mal, wenn ich aufstehe, muss ich hier langlaufen. Und jedes Mal, wenn ich aufstehe, stolper ich über das hier. Jedes Mal, wenn ich aufstehe, stolper ich über zwei Wasserflaschen. Und es macht mich sauer, weil ich jedes Mal drüber stolper. Und dann hebe ich das Ding auf, nehme erstmal einen Schluck davon, stelle es dann wieder hin und laufe dann aus meinem Zimmer raus. Okay? Mehr Wasser zu trinken, Freunde, das erhöht eure verdammte Lebensqualität. Das erhöht die verdammte Lebensqualität. Okay? Wirklich bei solchen Kleinigkeiten fängt es an. Und ob ihr es mir glauben wollt oder nicht, bei solchen Kleinigkeiten fängt es an. Ja, wie gesagt, ich werde das heute noch sehr, sehr oft sagen. So, dann aber, was du dringend brauchst, um deine Lebensqualität zu erhöhen, eine Balance, ein Hobby. Kennt ihr das, wenn man zu Menschen sagt, hey, du bist ja voll hobbylos? Ja, das ist fast schon eine Beleidigung, wenn man Menschen als hobbylos bezeichnet, aus gutem Grund. Ja, du brauchst irgendwas, was dir Spaß macht, was dir wirklich Spaß macht. Bei mir ist es Tanzen, okay? Jedes Mal, wenn ich down bin, wenn ich irgendwo Energie rauslassen muss, wenn ich irgendwo irgendwas machen muss, es ist Musik an,
alles andere aus, eine Runde abdancen, danach geht es mir schon viel, viel besser. Das erhöht deine Lebensqualität extrem stark. Wenn du die Möglichkeit hast, ja, dann versuch das auch wirklich verbindlich zu machen, okay? Dich, keine Ahnung, schwimmen ist dein Hobby, melde dich in irgendeinem Schwimmkurs an. Tanzen ist dein Hobby, melde dich in irgendeiner Tanzschule an. Keine Ahnung, singen ist dein Hobby, geh auf, hol irgendwie Singstunden, keine Ahnung was, okay? Ich bin gerade ein bisschen am rumgucken, ob ich hier in Ulm irgendwo flexible Klavierstunden nehmen kann, weil ich schon immer Klavier spiele. Wollte. Und das ist auch wieder ein Ausgleich, es ist wieder eine Balance, es ist wieder ein Hobby, okay? Was man gerne macht, wo man einfach mal abschalten kann, wo man den Kopf freikriegen kann. Und das ist ganz wichtig, ganz, ganz, ganz wichtig, eine Balance zu haben, um deine Lebensqualität wirklich zu erhöhen. Und solche Dinge wie, ich will sie jetzt nicht auspacken, aber lesen, Freunde, lesen. Ja, lesen, 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 weiterbilden, lesen oder Dokus. Glaub mir, lesen oder Dokus. Ich habe es gestern in meine Story gepackt. Mittlerweile, früher habe ich mir zum Schlafen gehen immer Mentorship-Calls reingezogen. Mittlerweile mache ich das nicht mehr, weil ich will schlafen und dann gucke ich mir Mentorship-Calls an und dann bin ich so on fire, dass ich gar nicht mehr schlafen kann. Ja? Oder ich bin im Halbschlaf und ich höre was und ich muss mir Notizen machen und dann bin ich wieder wach. Ja? Deswegen habe ich aufgehört damit, mir zum Einschlafen Mentorship-Calls anzuhören und habe angefangen damit, mir zum Einschlafen Dokumentationen reinzuziehen. Über die unterschiedlichsten Themen. Über die unterschiedlichsten Themen. Gestern habe ich mir irgendwas über die Quantenphysik angeschaut. Vorgestern habe ich mir irgendwas über wie werden Pyramiden aufgebaut angeschaut. Die Woche davor habe ich mir die Lebensdoku von Neymar angeschaut. Ja, es ist wirklich extrem, extrem interessant, wie viel man aus solchen Dokumentationen lernen kann. Ja, und das hält dein Gehirn auf Trab. Das hält dein Gehirn auf Trab. Lesen oder Dokumentation halten dein Gehirn auf Trab. Was meine ich damit? Ja, Mentorship Calls, Traden, Business, hier, dies, das. Das sind Dinge, da kommt sehr viel in deinen Kopf rein. Ja, und dein Kopf weiß irgendwann nicht mehr, wie es weiter funktionieren soll, wie es jetzt alles sortieren soll. Ja, und dadurch, dass du dann wirklich mal ein paar Seiten von dem Buch liest oder mal irgendeine Doku anschaust, ja, dann ist das so ein bisschen wie, die Puzzleteile fügen sich zusammen, weil dein Kopf sucht nach Platz für neue Informationen aus dieser Doku oder aus diesem Buch. Ja, schafft Platz und um Platz zu schaffen, muss er diese Bauklötze, die einfach reingeworfen wurden, schön aufeinander stapeln, schön sortieren und dann ist da wieder Platz für was Neues. Versteht ihr, wie ich meine? Ich glaube schon. Ich habe gerade irgendwie so ein Bild im Kopf, wie jeder so Bauklötze im Kopf hat. Aber egal. Ja, es ist sehr, sehr hilfreich, wirklich. Und dadurch erhöhst du deine Lebensqualität einfach. Und Freunde, was die Lebensqualität angeht, ich sage es immer und immer wieder, es ist mein Lieblingssatz, ich beende jeden Call, jeden Part von mir immer so, ja, nimm das Leben nicht zu ernst, weil da kommt eh keiner lebend raus, okay, und es ist ganz, ganz, ganz wichtig, das wirklich auch ernst zu nehmen. Deine Lebensqualität hängt ganz, ganz viel von deinen Gedankengang ab, okay, und wenn dein Gedankengang negativ, wenn du eine negative Grundeinstellung hast, wirst du jeden Morgen aufstehen und selbst wenn du dein Bett gemacht hast, wirst du dich darüber ärgern, wieso die Bettwäsche eigentlich so komisch aussieht, ja, oder du wirst dich darüber ärgern, wieso die Treppen eigentlich so anstrengend sind, oder du wirst dich darüber ärgern, wieso eigentlich schon wieder ein Spülmittel leer ist, oder du wirst dich darüber ärgern, wieso, keine Ahnung was, ja, das heißt, eine negative Grundeinstellung zu haben, ist das Schlimmste, was du für deine Lebensqualität machen kannst. Das ist wirklich das Schlimmste, was du für deine Lebensqualität machen kannst. Ja, es ist ganz wichtig, wirklich diese positive Attitude zu haben. Es ist, glaub mir, PMA, Positive Mental Attitude, ist eine Sache, an der ich persönlich bis heute noch arbeiten darf. Ja, vor allem, wenn mehrere Dinge hintereinander passieren, dann werde ich sauer. Ich werde nicht negativ, ich werde wütend und sauer. Ja, und dann rege ich mich über mich selber auf, weil ich wütend und sauer werde. Und dann rege ich mich ein Teufelskreis, an dem ich seit 2 Jahren arbeite. Aber ich habe es schon ein bisschen besser im Griff. Aber auch da wieder, es fängt bei Kleinigkeiten an. Ja, auch da fängt es wieder bei Kleinigkeiten an. Ja, ich finde diese Calls hier, finde ich extrem, extrem geil, weil das hat nichts mit dem Business zu tun und niemand muss hier sein. Das heißt, jeder, der gerade in diesem Call drin ist, der will hier sein. Und es gibt mir das Gefühl erst recht, dass ich diesen Call verdammt gerne machen möchte. Ich könnte jetzt aber auch gerade sitzen und sagen, boah, es sind so wenige in diesem Call. In der Gruppe sind so viele und es könnten auch viel mehr in diesem Call. Bla, 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 bla. Nein, stattdessen freue ich mich darüber, dass hier nur Leute drin sind, die wirklich Bock auf diesen Call haben. Hammer. Geil. Ja, das heißt, wirklich schon bei Kleinigkeiten immer, ist das Glas halb voll oder halb leer? You know what I mean, okay? Ihr wisst, was ich meine. Sehr schön. So, dann gehen wir einmal über zu Punkt Nummer 3. Dankeschön, Sarah. Zu Punkt oder Bereich Nummer 3. Bereich Nummer 1 war die Disziplin. Bereich Nummer 2 war, ich habe hier ein
Bereich Nummer 2 war die Lebensqualität. Und Bereich Nummer 3, jetzt wird es abgespaced, ist Self-Talk. Selbstgespräche. Selbstgespräche führen. Das wird bei dir das meiste verändern. Glaub mir, das wird bei dir das meiste in deinem Leben. Das, die größte Veränderung in deinem Leben wirst du durch Selbstgespräche bekommen. Und jetzt denkt der ein oder andere sich, was ist jetzt mit der los? Jetzt hat der komplett auch die letzte Tasse im Schrank verloren. Aber nein, mir geht's gut. Ja. Es gibt sogar ein Buch, kann ich wirklich jedem empfehlen. What to say when you talk, when you talk to yourself. How to talk if you talk to yourself. So heißt das Buch, oder? Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie das Buch heißt. Junina. What to say if you talk to yourself. Was ist das? What to say when you talk to yourself. Das ist es. Das ist es. What to say when you talk to yourself. Das ist es. Da wird nochmal sehr, sehr, sehr detailliert erklärt, warum Self-Talk so wichtig ist. Da wird tatsächlich auch, abgesehen von diesem Hokuspokus spirituellen Zeug, wird da wirklich auch dieser wissenschaftliche Hintergrund davon erklärt, wie unser Gehirn funktioniert und warum unsere Worte so mächtig sind. Ein paar von uns kennen, ein paar, mit denen ich schon länger arbeite, die kennen das bestimmt schon. Aber an diejenigen, die das nicht kennen. Ich will dir nicht erklären, warum das so wichtig ist, wie du mit dir selber sprichst. Ich will es dir zeigen, okay? Deswegen, close your eyes. Ihr dürft alle einmal eure Augen zumachen, bitte. Einmal ganz kurz die Augen zumachen. So. Und ich möchte, dass ihr euch jetzt einfach mal für die nächste Minute nur auf meine Stimme konzentriert. Okay? Und ich möchte, dass du die Worte, die ich ausspreche, wirklich einfach mal bewusst wahrnimmst. Ich werde jetzt der Reihe nach ein paar Worte aufzählen. Und ich will, dass du dich auf die Worte und die Reaktion, die dein Körper darauf gibt, dich mal konzentrierst. Okay? Alle Augen zu, Konzentration auf die Worte und auf deinen Körper. Krieg. Tod. Streit. Trennung. Angst. Verlust. Frieden. Liebe. Zusammenkunft. Erinnerungen. Glück, Freundschaft, Familie, Sommer. Mach mal die Augen auf. Frage: Wie hat dein Körper darauf reagiert, als ich diese ganzen negativen Worte ausgesprochen habe? Gänsehaut. Druck auf den Brustkorb. Es hat sich geblüht. Okay. Mies. Druck im Bauch. Traurig und verängstigend. Voller Last und Druck im Herzen. Druck im Brustkorb. Schlechtes Gefühl. Druck im Bauch. Herzschlag wurde stärker. Okay. Und wie hat es sich für dich angefühlt, als ich den zweiten Part ausgesprochen habe? Die positiven Begriffe. Leandra, übrigens, du schickst mir die ganze Zeit Direktnachrichten, falls du es in den Chat schreiben willst. Das kommt bei mir direkt an. Leicht. Mir wurde wieder warm, befreiender und lockerer. Gänsehaut. Geschmeidig, herzerfüllt. Sehr schön. Und genau so reagiert dein Körper immer auf alles, was du aussprichst. Nur nimmst du das nie so bewusst wahr, weil du nie die Augen zumachst und dann dich darauf konzentrierst, wie dein Körper reagiert. Dein Körper reagiert trotzdem. Du nimmst das aber nicht wahr. Deswegen ist es extrem, extrem wichtig, wie du mit dir selber redest. Es ist extrem, extrem wichtig, wie du mit dir selber redest. Du kannst nicht versuchen, etwas Neues aufzubauen oder etwas zu verändern, aber dich selber andauernd zu manipulieren. Okay, dich selber die ganze Zeit negativ zu manipulieren, dir selber die ganze Zeit zu sagen, boah, aber ich bin faul, aber ich kann meinen Schweinehund nicht besiegen, aber ich kann das nicht, aber das ist zu viel, aber das ist so anstrengend, aber auch wenn es dir schwerfällt, auch wenn es für dich schwierig ist, ist wirklich wichtig, was du aussprichst, okay? Ich bin dran, ich arbeite daran, ich mache das, ich kann das schon schaffen, ich kriege das schon hin, ja? Es ist ganz, ganz, ganz wichtig, der Self-Talk, okay? Wie sprichst du zu dir selber?
Wie sprichst du über dich selber? Früher dachte ich mir immer, früher immer, wenn ich irgendwas, bin kleiner Tollpatsch, ja, ich gestehe, ich bin kleiner Tollpatsch, ich mache gern mal Sachen kaputt und lasse sie fallen und alles drum und dran. Und ist mir so oft passiert bei meinem Handy oder so, wenn ich mein Handy fallen lassen habe, ich sage mir so immer so, Alter Julia, du bist so dumm, Mann, heb das Ding jetzt auf. Mittlerweile, wenn ich mein Handy fallen lasse, sage ich, ey, du Held, richtig clever bist du, ey, heb dein Handy wieder auf. Ja, das heißt, ich mache mich irgendwo trotzdem lustig über mich, nur nicht auf eine negative Art und Weise, sondern auf eine lustigere oder positivere Art und Weise. Okay, es ist extrem mächtig. Worte sind extrem mächtig, Worte auszusprechen. Aussprechen bedeutet auf Englisch Spelling. Ja, und wenn du das Wort Spelling mal nimmst, ein Spell ist ein Zauberspruch, weil diese Worte, die du aussprichst, wirklich, wirklich magisch viel bewirken können, positiv oder auch negativ. Deine Aussprache, die Worte, die du aussprichst, sind Waffen, okay? Mit diesen Waffen kannst du dich selber entweder, mit dieser Waffe kannst du dich selber entweder schützen oder du kannst dir selber einen Kopfschuss geben. Aber es ist wichtig, dass du verstehst, was für eine Waffe das da ist, okay? Perfekt. So, und der letzte Bereich, mit dem wir uns jetzt die nächsten paar Minuten auseinandersetzen werden, ist der Bereich vom Glücksprinzip. Okay, das heißt, wir hatten Bereich Nummer 1 Disziplin, Bereich Nummer 2 hatten wir die Lebensqualität erhöhen, Bereich Nummer 3 ist Self-Talk gewesen und Bereich Nummer 4 ist Glücksprinzip. Okay, es gab mal so einen Satz, den ich gelesen habe, den ich richtig, richtig schön fand. Und der war, if God blesses you financially, don't be focused on raising your standards, be focused on raising your givings. Okay? Ganz kurze Frage. Hau mal kurz eine 3 in die Chatbox, wenn du den Film Das Glücksprinzip kennst. Bin mal gespannt, ob das hier jemand kennt. Niemand? Leandra, die Einzige. Okay, verrückt. Da hat Leandra schon mal einen riesen Vorsprung oder was richtig, richtig Schönes gelernt auf jeden Fall. Es gibt einen Film, nennt sich Das Glücksprinzip. Und da müssen wirklich die Leute, die das sich angucken wollen, die müssen wirklich entweder auf irgendwelchen illegalen Streaming-Seiten im Internet diesen Film anschauen oder sich die DVD oder so bestellen, weil tatsächlich gibt es den Film nicht auf Netflix oder sonst irgendwo, einfach mal so öffentlich, also echt crazy. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe lange nach dem Film gesucht, weil ich ihn unbedingt angucken wollte und es hat sich zu 100% gelohnt. Ja, wir haben den sogar vor ein paar Wochen auch mit ein paar von meinen Teampartnern gemeinsam in dem Zoom angeguckt. So. Das Glücksprinzip ist ein Film, wo es darum geht, dass ein Lehrer, der neu in eine Schule kommt, ja, ein Projekt startet mit seinen Schülern. Okay? Und in dem Projekt geht es darum, dass jeder Schüler 3 Menschen bei irgendetwas helfen muss. 3 fremden Menschen bei irgendetwas helfen muss. Und wenn die Menschen sich bedanken, müssen diese Schüler immer sagen, hey, wenn du dich wirklich bedanken möchtest, dann hilf heute 3 fremden Menschen bei irgendetwas. So wird das weitergeführt. Das heißt, ein Schüler hilft 3 Menschen. Diese 3 helfen jeweils 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 3 Menschen. In unserem Business nennen wir das Duplikation. Okay? Duplikation, ja, kann auch mit Glück passieren, kann auch mit Geben passieren, ja. Es gibt einen Spruch von einem sehr, sehr, Mahatma Gandhi hat das gesagt. Glück ist das Einzige, was sich vergrößert, wenn du es teilst. Okay? Glück ist das Einzige auf dieser Welt, was sich vergrößert, wenn du es teilst. Okay? Das heißt, auch da fängt es wieder bei Kleinigkeiten an. Okay, auch da fängt es wieder bei Kleinigkeiten an. Rauszulaufen, auf die Straße zu laufen, ja, und ich habe das Gefühl, es gibt immer so diese, ich sag mal, ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll, diese Bettler, die Menschen draußen, die vor irgendwelchen Supermärkten sitzen, einen Euro haben wollen oder sonst irgendwas. Ja, und ich war neulich in einem Einkaufszentrum mit einer Freundin und da kam ein Typ zu mir und hat mich gefragt, ob ich 2 Euro habe für Essen. Er hat gesagt, nö, aber da vorne gibt es einen Pizzastand, ich kann dir gerne eine Pizza holen. Ja, dann sind wir zusammen kurz zum Pizzastand gelaufen und dann, während wir eine Pizza gekauft haben, standen hinten 3 Freunde von ihm. Ja, und wir haben auf die Pizza gewartet,
Und dann habe ich gesehen, dass er kurz so ein bisschen handzeichenmäßig kommuniziert hat mit seinen Freunden, dass er gleich kommt. Ja, ich habe mir die Freunde angeschaut, die sahen genauso aus wie er. Ja, und also bin ich davon ausgegangen, dass es denen auch genauso geht wie ihm. Ja, und dann habe ich nur zu der Kassiererin gesagt, machen Sie bitte 4 Pizzen daraus statt eine. Ja, und sie hat noch 3 dazu gelegt und habe ich ihm seine Pizza gegeben und noch 3 dazu, habe gesagt, gib die deinen Freunden bitte. Ja. Er ist hingegangen, ich habe gesehen, wie er sie seinen Freunden gegeben hat. Die waren alle super glücklich, die waren alle super dankbar. Und ich habe mich automatisch wie ein guter Mensch gefühlt. Okay? Weil was nämlich passiert, wir sind jetzt das Thema Disziplin, Lebensqualität und Self-Talk angegangen. Für die Leute, die Veränderung wollen, liegt es meistens an diesen 3 Bereichen. Okay? Und wir fühlen uns schlecht, weil wir nicht diszipliniert genug sind. Wir fühlen uns schlecht, weil wir eine zu geringe Lebensqualität haben. Wir fühlen uns schlecht, weil wir einen negativen Self-Talk haben. Aber wenn wir das Glücksprinzip ausnutzen, dann fühlen wir uns automatisch wie ein guter Mensch. Okay, das heißt, das schlechte Gefühl, was du dir selber gegeben hast durch die ersten 3 Bereiche, kannst du wieder resetten, wieder neutralisieren oder sogar ins Positive ziehen durch das 4., durch den 4. Bereich. Okay, das heißt, egal wo du wirklich in der Lage dazu bist zu geben, tu es. Okay, tu es, weil wir sagen immer, wir wollen die Welt verändern, aber ich sag's dir, wie es ist, du bist die Veränderung, die die Welt braucht. Okay, das heißt, sobald du wirklich anfängst, solche Dinge nicht mehr zu übersehen, sondern bewusst wahrzunehmen und vielleicht einfach nur eine Kleinigkeit dagegen zu tun, glaub mir, es wird dir selber extrem, extrem gut tun. Es wird dir selber extrem, extrem gut tun. Wir haben zum Beispiel mit Nira, das ist eine Teampartnerin aus Frankfurt, mit Nira haben wir einen Pakt geschlossen. Immer wenn Nira und ich uns persönlich sehen, egal in welcher Stadt, egal zu welchem Anlass, immer wenn wir uns persönlich sehen, gehen wir zu irgendeinem McDonald's, Burger King, was auch immer, holen 10 Burger pro Person und verteilen diese Burger erstmal. Danach machen wir das, was wir eigentlich gemacht haben. Danach machen wir das, wofür wir uns eigentlich getroffen haben. Okay? Ist ganz egal, was ansteht. Das ist immer das Erste, was Nira und ich tun. Ja? Und das sind eben so Kleinigkeiten, die dafür sorgen werden, dass du dich wie ein guter Mensch fühlst. Und wenn du dich wie ein guter Mensch fühlst, wirst du nur noch gute Menschen in dein Leben anziehen, ja, die dich dabei unterstützen werden, dass du dich zu der Person veränderst oder weiterentwickelst, zu der du eigentlich werden willst. Okay? Deswegen das Glücksprinzip darf da definitiv niemand vergessen, wenn jeder von uns wirklich auch nur einen kleinen Teil dazu beisteuert. Glaub mir, wenn ich euch sage, wir tun es nicht für uns, wir tun es für unsere zukünftigen Kinder, die wir in diese Welt rauslassen werden. Okay, wir tun diesen Ort wirklich zu einem schöneren Ort machen. Wir sind diese guten Menschen, die die Welt eigentlich braucht. Ja, und ich weiß ganz genau, dass jeder alles dafür hat. Du brauchst dafür kein Geld, du brauchst dafür kein sonst irgendwas. Ja, rauszulaufen auf die Straße und einfach mal den Mädels, die dich vielleicht schief angucken, ne? Wir Frauen kennen das, außerhalb von IM ist die Frauengesellschaft immer so eine Ellenbogengesellschaft, wo die Frauen sich eher gegenseitig schief angucken, statt irgendwie mal ein Lächeln abzugeben. Ja, und ich liebe es, wenn ich in der Stadt unterwegs bin und irgendwelche Mädels gucken mich ganz schief an, ja, dann gucke ich sie gerne zurück an und sage, ich liebe deine Frisur, steht dir richtig gut und lauf einfach weiter. Die gucken mich richtig dumm an, aber ich bin die Person, die dafür sorgt, dass das in der Gesellschaft aufhört. Bei mir prallt es ab. Bei mir prallt es nicht nur ab, bei mir prallt kommt es an, wird zu was Positivem umgewandelt und wird zurückgeschmissen. Ja, das ist die Macht, die du wirklich besitzt. Und durch diese Macht, die du da in dir hast, ja, kannst du extrem viel nicht nur bei dir verändern, sondern in der Welt da draußen verändern. Ja, es sind Kleinigkeiten ebenfalls, wie gesagt. Ja, aber alleine damit kannst du sehr, sehr viel in der Welt da draußen verändern. Okay? Genau. Und damit würde ich sagen, Friends, gibt es denn irgendwelche Fragen? Wir haben noch wenige Minuten Zeit, aber gibt es da noch irgendwelche Fragen generell zu diesem Thema Veränderungen? Okay. Wenn ja, dann können wir da gerne noch 1-2 Fragen durchgehen. Ansonsten, ich denke, das ist wirklich ein extrem wichtiges Thema, dass man einfach ein bisschen weiß, womit man anfangen kann, was man denn tun kann, um irgendwie irgendwas im Leben zu verändern. Ja, und ganz, ganz wichtig zu wissen ist, ja, dass die Person, die du sein willst, bereits in dir steckt. Okay, und du darfst wirklich nur noch es ist ein wunderschöner Garten, wo du sein willst, und da gibt es einfach nur noch Unkraut, und das darfst du wirklich beseitigen. Und wenn das weg ist, ja, wirst du sehen, blüht auch nochmal alles auf. So, wieder mal geflasht von dem Call. Danke dir sehr, sehr, sehr gerne. Danke für die Klickmann. Sehr gerne, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr alle mit am Start wart, Freunde. Ich würde mich extrem auch über ein kleines Feedback in der Phoenix Mentorship Gruppe freuen. Und ansonsten, falls jemand Moment, da kam eine Frage, wie kommt man von den Kleinigkeiten, was Disziplin angeht, zu größeren Dingen? Weil manchmal ist es so, dass ich mich nach Kleinigkeiten schon zu gut fühle und nichts mehr mache. Oh wow, sehr geile Frage. Tatsächlich, wenn es wirklich zu einer Routine wird, wenn es wirklich
nicht nur für eine Woche Bett machen, sondern wirklich schon zu deinem Alltag geworden ist, dann verschwindet das Ding aus deinem Kopf, dass du da undiszipliniert bist und dir fallen andere, ich sag mal, Next Step kleine Dinge auf, wo du undiszipliniert warst. Ja, das heißt, sobald das wirklich zu einer Gewohnheit geworden ist, morgens dein Bett zu machen, wird dir zum Beispiel auffallen, ah, guck mal, ich mache zwar immer mein Bett, aber immer wenn ich duschen war, schmeiße ich mein Handtuch einfach rein, statt das in den Wäschekorb reinzutun. Ja, dadurch, immer wenn du die eine Sache abgehakt hast, fallen dir die nächsten kleinen Sachen an. Ja, und da ist dann wichtig, dass du die natürlich auch in Angriff nimmst, weil mit dieser einen kleinen Veränderung wirst du nicht sofort disziplinierter, du wirst dich nur disziplinierter fühlen. Ja, und auf dem Gefühl darfst du dich natürlich nicht ausruhen, ja, sondern wirklich immer Ausschau halten nach den nächsten kleinen Dingen. Okay, das heißt, wenn du irgendwie Level 1 abgeschlossen hast und kommst du bei Level 2 an, sagen wir es so, da kommt ein etwas größerer Gegner auf dich zu, aber es ist trotzdem kleiner im Gegensatz zu deinem Endgegner zum Beispiel. Weißt du, wie ich meine? Ja, genau. Perfekt. Genau. Ja, sehr schön. Dann, ja, wie gesagt, Dankeschön, dass ihr mit am Start wart und danke für die Inspiration. Wie komme ich in die Phoenix Mentorship Gruppe? Bei mir auf Instagram, hier mein Instagram-Name steht hier, junina.a. In meiner Biografie habe ich den Einladungslink zu meinem Telegram-Channel. Dürft ihr auch gerne in euren Teamgruppen und wo auch immer ihr wollt, bei Freunden, egal ob die online arbeiten oder nicht, bei jedem gerne einfach teilen, ja, dass wir da Glücksprinzip. Ja, allein einen Menschen in diese Gruppe zu holen, kann für den Menschen wirklich was bewirken, was du gar nicht so gedacht hättest. Und damit hast du der Welt wieder was Schönes rausgegeben. Sehr schön. Genau, und dann würde ich sagen, wir hören und sehen uns. Ich freue mich natürlich, wenn ihr auch ein kleines Feedback in der Phoenix Mentorship Gruppe da lässt, dass vielleicht nächste Woche ein paar mehr Leute auch mit drauf sind. Und ansonsten würde ich sagen, habt einen wunderschönen Abend. Ja, und wie wir immer sagen, nimm das Leben nicht zu ernst, weil da kommt eh keiner Leben raus. Und damit, ciao, Kakao, Freunde. Macht's gut.